Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Wir müssen noch schlafen. Müssen wir noch schlafen? Ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Denn wir wollten eigentlich darüber zu der anderen Hütte. Wir können auch wieder sprinten. Wir hatten ja ein bisschen aussortiert. Warte mal, dann machen wir das so. Wir gehen nochmal schnell rüber zu der anderen Hütte. Wir sind soweit eigentlich mit Essen und Trinken. Ja, du kannst dich später hinlegen. Entschuldigung. Wir wollen auf jeden Fall da hinten hin zu der anderen Hütte. Ich will da noch hin. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was erreichen in dem Spiel. Wir wollen uns ja nicht nur die ganze Zeit hier an dem, ja, wie soll ich sagen, an diesem wunderschönen Fleckchen Erde aufhalten. Wir wollen ja natürlich auch weitergehen. So. Ansonsten gibt es in dieser Folge eine kleine Info zu dem Spiel 7 Days to Die. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Spiel nicht mehr weiterzuspielen. Warum, erzähle ich jetzt. Pass auf. Nein, im Endeffekt gibt es da großartig nichts zu erzählen. Es ist ganz einfach so, dass es mir gar keinen Spaß macht. Sehr schön. Hallöchen. Ein Gewehr. Putzset, okay. Nehmen wir. Ja, es macht mir einfach keinen Spaß. Ich kann mit diesem Spiel leider Gottes großartig nichts anfangen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich wahrscheinlich zu blöde bin für dieses Spiel. Ich weiß es nicht. Aber ich komme da einfach nicht weiter. Also, als Singleplayer bin ich der Meinung, kann man dieses Spiel vergessen. Vielleicht, wie schon erwähnt, vielleicht spiele ich das auch einfach zu blöde. Vielleicht stelle ich mich einfach zu blöde an. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Und wenn mir ein Spiel keinen Spaß mehr macht, dann bringt das auch überhaupt gar nichts. Ist jedenfalls meine Meinung. Bringt das vor allem euch auch ja nicht. Bringt das euch nichts, mir dann dabei zuzuschauen. Ja, wie ich dann so, ja, und hier geht es da lang und hier müssen wir das machen, bla bla bla. Interessiert niemanden, jedenfalls mich nicht. Ja, ich finde dieses Spiel, das lädt überhaupt ja nicht ein. Mit diesem ganzen Crafting-System und alles, was man da alles so bauen kann, absolut kann man nicht drüber meckern, will ich auch gar nicht. Aber es ist mir einfach zu kompliziert, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber es, hier. Aber das Problem ist ganz einfach, dass ich da auch nicht so weiterkomme. Ja, also ich muss auch elendig lange warten. Na toll, jetzt haben wir auch ja kein Licht mehr, wa? Moment, wartet mal. Ach, wir haben ja kein Licht mehr. Haben wir nicht noch einen Kanister gehabt? Haben wir auch nicht mehr gehabt. Na, so ein Schmarrn aber auch. Warte mal, da ist Holzstreichhölzer. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie was. Ja, um es mehr oder weniger schnell zu machen, ich habe mich dazu entschlossen, 7 Days to Die nicht mehr zu spielen. Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Okay, hier haben wir mit Sicherheit noch jede Menge Essen, was wir finden können. Ich habe mich, wie gesagt, dazu entschlossen, dieses Spiel nicht mehr weiter zu spielen, beziehungsweise vielleicht irgendwann nochmal. Muss ich sehen. Vielleicht hätte ich mich da auch ein bisschen anders drauf vorbereiten müssen. Das kann natürlich auch sein. Es ist nicht so, dass ich sage, dass ich unschuldig bin. Aber okay, passiert halt. Wie gesagt, ich lasse es jetzt einfach so. Und dann werden wir auf jeden Fall mal sehen, welches Spiel ich ja, stattdessen nehme, ne? Salt Cracker, wann mal, die waren doof gewesen. Denn davon kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Durst. Also, was heißt, mal sehen, welches Spiel ich... Oh, sehr schön. Welches Spiel wir anstelle von 7 Days... Also, ich habe natürlich schon eine Idee, welches Spiel ich... Boah, Thermostiefel. Wahnsinn. Boah, Skihandschuhe. Die sind bestimmt
die sind bestimmt tausendmal besser als das, was wir jetzt anhaben. Das müssen wir gleich mal gucken. Ausziehen und anziehen. Okay, doch nicht. Dann müssen wir die anderen vielleicht reparieren. Auch nicht. Na sag mal, die müssten doch eigentlich tausendmal besser sein. Okay, gut. 44% nur. Aber die bieten noch mehr Schutz. Okay, die müssen wir reparieren. Ja, da will ich definitiv nicht den Fehler machen, dass wir die wegschmeißen. Und die hier sind doch auch besser. Wieso zieht er denn? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Reparieren? Nee, das... Warte mal. Ich klicke hier rauf, so ausziehen. So, anziehen. Warum zieht er die nicht an? Hm. Okay, müssen wir uns nochmal mit beschäftigen. Auf jeden Fall wollen wir hier jetzt erstmal ganz in Ruhe weiterspielen. The Long Dark. Das Spiel macht Spaß. Denn ich bin hier auch so weit gekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier ist irgendeine Tür. Das scheint eine Kellertür zu sein. Man sieht nichts. Ja, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Man sieht wirklich nichts, aber ich habe auch gar kein Öl mehr in der Lampe, was ich sowieso nicht verstehe. Ein Kleiderschrank. Ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit im Dunkeln mit euch. Tappen, Militärmantel. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist hier? Ein Stuhl. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Schublade. Wir müssten mal dann irgendwie schlafen gehen. Denn wir sind so ziemlich, im Arsch. Und, nee. Warte mal, da haben wir ein Bett. Warte mal, wir machen das anders. Etwa 2 Stunden Tageslicht übrig, wir müssen schlafen. Definitiv. Wir machen wieder 10 Stunden draus, würde ich sagen. 10 Stunden, das sollte eigentlich ganz gut sein. So, trinken, hoffe ich, haben wir jetzt dabei. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir unser Wasser weggepackt haben, denn das kann nämlich jetzt sein, dass er mit uns rummeckert. Ja, okay. So, jetzt ist es komplett dunkel. Jetzt sehen wir ja nichts mehr. Ach, das ist so ein... Das ist jetzt Käse hier. Dann mal Wasser trinken. Erstmal schön trinken. Trinken, trinken, trinken. Genau, so. Das haben wir jetzt. Hungrig, wann mal, da haben wir jetzt irgendwie so einen Fisch hier habt hier. Wo war denn der? Hier. Den essen wir jetzt erstmal, genau. Ganz in Ruhe. Und dann essen wir noch irgendwie diesen Snack hier. Diese Kartoffelchips hier, die will ich jetzt nicht essen. Denn das Problem ist ganz einfach, dass es denn sein könnte, dass wir wieder extrem Durst bekommen. Wir sehen nichts. Ey, wir sehen gar nichts. Nicht mal ich sehe was. Scheiße. Oh weia. Ich sehe nichts. Es ist stockduster. Oh, das gibt's doch nicht. Warte mal, wo ist denn das Bett? Oh weia, ey, das darfst du keinem erzählen. Warte mal, wieder 3 Stunden dunkel übrig. Wir schlafen, was weiß ich, nochmal 2 Stunden. Wir schlafen einfach nochmal 2 Stunden. Du siehst nichts. Ja, ich bin blind wie eine Kuh. So. Ausruhen, mach hinne. Jetzt, okay. Wenigstens etwas, okay. Das hier ist ein Badezimmer. Was? Vorhang? Achso. Schublade. Was? Schublade? Na, jetzt. Wir brauchen Benzin. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall alles aus der Toilette raus hier. Wie sieht's denn jetzt aus hier? Trocken, Hunger. Okay, das kriegen wir hin. Ein Handtuch. 6 Minuten damit. Nö, ach. Warte mal. Hier so ein Medizinschrank. Okay, ich hoffe, ihr seht wenigstens noch ein bisschen was. Wir bleiben hier auch nicht lange. Wir haben definitiv auch einen Militärmantel gefunden. Wir müssen zurück in unsere andere Hütte. Denn wir müssen wirklich zusehen, dass wir... Regal, nee. Dass wir unsere Klamotten irgendwie mal so ein bisschen ganz machen. So, hier waren wir überall schon. Schublade leer, okay. Das tut mir jetzt total leid, meine Lieben. Das tut mir wirklich furchtbar leid, dass das jetzt hier wirklich so dunkel ist. Und dass ihr, ich hoffe, ihr seht wenigstens noch ein bisschen was, ja.
Ich meine, gut, hier kann man ja jetzt erkennen, es wird draußen hell. Aber hier ist auch nichts weiter. Ich hoffe, wir haben wirklich nichts vergessen. So. Haus verlassen. Wir gehen nochmal sicher, dass wir hier auch wirklich nichts vergessen haben. Was ist hier? Kühlschrank leer. Hier waren wir überall. Hier in der Ecke scheint nichts zu sein. Okay. So, hier waren wir auch überall dran. Hier in der Ecke ist auch nichts. Doch, hier. Antibiotika nehmen wir noch mit. Okay, was ist hier? Toaster. Was, eine Bügelsäge? Also wir müssen... Wir haben ja von meinem lieben Freund Dex haben wir noch so ein paar Tipps bekommen. Denn er hat ein bisschen mit mir gemeckert. Er hat gesagt, Junge, stell den hier so an. Du machst hier mal den gleichen Fehler. Wie gesagt, mit dem Wasser, das haben wir jetzt schon rausgefunden. Ja, da hat es dann irgendwie so innerlich Klick bei mir gemacht, weil ich diese Situation schon mal hatte. Okay. Neblig ist es. Warte mal, in welche Richtung müssen wir denn jetzt hin? Scheiße. In welche Richtung müssen wir jetzt hin? Da lang. Oder? Nee. Ey. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ja, dieser Orientierungssinn, der macht mich so krank, ja. Also, wenn ich jetzt jedem erzähle, was ich von Beruf bin, dann, dann werden sie sich erstmal alle wahrscheinlich vor Lachen den Bauch halten. Deswegen sind wir jetzt einfach mal ruhig an der Stelle. Scheiße, von da sind wir gekommen, ne, in die Richtung. Glaube ich, ja. Raben. Warte mal. Das muss die Richtung sein. Das geht ja nicht anders. Da sind Krähen. Oder? Da ist was in der Ferne. Also war das vielleicht doch richtig die Richtung. Aber da sind... Hier sind irgendwie so eine Krähen am Himmel. Deswegen wird da irgendwas sein. Ich würde mich auch vielleicht mal so ein bisschen freuen, wenn wir ein totes Tier entdecken würden. Wo sind die denn jetzt hin? Da oben? Also muss hier irgendwie was sein. Können wir hier runterspringen? Oh. Ohne, dass wir uns großartig wehtun. Die Krähenfeder nehmen wir. Die nehmen wir auch. Gewehrpatrone. Rucksack. Was? Eine Schießanleitung. Erhöht die Fertigkeit Gewehrschusswaffe um 5 Punkte. Ja. Nur leider hat er kein Gewehr dabei gehabt, ne? Der arme Kerl. Ey, wo müssen wir jetzt lang? Wo in Gottes Namen müssen wir jetzt lang? Ah. Ah, okay. Das sind diese Birklinge, womit wir... Da steht ein Haus. Womit wir Pfeile bauen können. Warte mal, waren wir in dem Haus schon? Ich weiß es nicht. Ey, es tut mir so unendlich... Da ist ja noch ein Haus. Es tut mir wirklich so unendlich leid. Es ist mir so peinlich. Es ist so unangenehm. Ey, das darfst du keinem erzählen. Ich glaube, ich bin der erste Let's Player, der hier wirklich überhaupt... Der null Peilung hat. Ja, von Himmelsrichtung und alles. Ey, hier waren wir auch noch nie. Aber... Das Schöne an diesem Orientierungssinn... den ich halt nicht besitze, ist, dass wir jedes Mal irgendwie Orte kennenlernen, wo wir noch nie gewesen sind, ne? Ich meine, das ist ja auch nicht, in jedem Spiel so, ja, dass ich hier so total ziellos durch die Gegend renne. So. Waren wir hier schon? Hier waren wir noch nicht. Naja, ist doch prima, dann hat sich das doch gelohnt. Rennfahrerhandschuhe. Buch, was wir kaputt machen können. Ja, als neues Spiel. Also, wie gesagt, ich hab da eine Windjacke. Ey, wir sind mehr als gut ausgerüstet von den Klamotten her. Also, da kannst du wirklich nicht meckern. Da kannst du nicht meckern. So. Haben wir vielleicht noch was zu essen und zu trinken? Schimmliges Kaninchen. Okay, das müssen wir kochen. Und dann... Machen wir damit dem Schimmel ein Ende, glaube ich. So, hier ist nichts. Es ist so dunkel.
getragene Schneehoden. Boah. Ja, der Rucksack wird schwer. Deswegen wollen wir mal kurz gucken, was wir hier jetzt alles so haben. Ausziehen. Wir ziehen das alles mal aus. Okay. Ich hoffe wirklich, dass er jetzt all das anzieht, was halt am besten ist quasi, ne? Müsste man vielleicht auch mal vergleichen hier. Sprinten, also. So, wir stehen hier. 10. Okay. Er hat jetzt aber... Okay, das ist schon mal klar, ne? Das ist klar hier. 94% ist besser als 73%. So, das ist auch klar. Warum zieht er das nicht an? Baumwollpullover? Oder Militärmantel hier. Das ist von der Nässe her viel besser. Ich verstehe es nicht. Also das ist eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Das muss ich vielleicht einfach mal separat, muss ich mich damit beschäftigen. Ohne, dass ich euch dann damit langweile. So. Wir durchsuchen hier einfach alles. Und wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, mit was für einer Ausrüstung wir jetzt hier in Zukunft... Oh, Kaffee, super. In Zukunft durch die Gegend rennen. Denn das Problem ist, also maximal 30 Kilo. Ja, und wir sind schon bei 34. Und das ist Käse. Ja, wir können hier bloß... Ich meine... Also ich weiß nicht, ob das alles so gewollt ist von den Entwicklern, aber irgendwie müssen wir uns von so vielen Dingen verabschieden. Weil wir müssen ja auch weiterziehen und alles. Wir haben jetzt so viel, ja. Wir haben wirklich so viel gefunden und alles. Was ist hier? Nichts. Aber wir können mit dem größten Teil eigentlich nichts anfangen. Also das mit den Klamotten, das werde ich mir definitiv nochmal zu Gemüte ziehen. Und zwar ganz in Ruhe, aber damit werde ich euch definitiv nicht langweilen. Wenn ich euch nicht eventuell sowieso schon langweile. Ich hoffe natürlich nicht. So, was haben wir hier? Holzfällerhemd, ja. Getragene Fließkappe. Okay, warte mal. Das wird da mit Sicherheit eher anziehen, oder? Nee, nicht. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Logik des Spiels nicht so wirklich, denn so eine Fließkappe, ist hier noch irgendwie was? Ein Stuhl? Denn irgendwie, ich denke mal damit bist du da besser bedient, wenn du das anziehst, als wie... Aber okay. Ja. Die Folge wird eventuell ein bisschen länger. Es tut mir furchtbar leid. Ja, wir fassen, wie gesagt, zusammen mit 7 Days to Die. Werde ich erstmal aufhören. Denn es hat überhaupt gar keinen Sinn. Das Spiel, meiner Meinung nach. Jedenfalls nicht für mich als Einzelspieler. Wasserflasche, sehr schön. Wir machen einfach erstmal mit Astronier ganz gemütlich weiter. Laufschuhe. Ja, die kannst du wegschmeißen. Die halten nicht lange warm. Warte mal, wir nehmen hier nochmal alles an Wasser. Das Wasser wird mit Sicherheit auch eingewiegen, wa? Ich glaube, wenn wir immer so 2 Liter mitnehmen, dann sollte das eigentlich reichen. Aber okay. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Unterbrechung. Und dann bedanke ich mich natürlich auf jeden Fall für Zuschauen, meine Lieben. Bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt noch eine schöne Zeit und so. Ja, der Tag ist ja noch jung. Und lasst mir ruhig ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, bis später.